Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben aufgrund eines Beweisbeschlusses des Untersuchungsausschusses in den letzten Stunden einen hochsensiblen Sachverhalt erfahren. Teile davon haben Sie in der Presse bisher lesen können. Wir haben uns daher in der heutigen Untersuchungsausschusssitzung vereinbart, diesen Sachverhalt erneut mit der Bundesregierung zu besprechen. Ich halte das für ein sehr gutes Vorgehen. Es ist ein Sachverhalt, der ernst zu nehmen ist, der viele Fragen beinhaltet. Fragen über den Umfang dieses Sachverhaltes, Fragen über Details, Fragen der Zusammenarbeit natürlich von deutschen Diensten mit einem ausländischen Dienst. Und wir haben uns in diesem Zusammenhang auch vereinbart, dass wir mit der Bundesregierung zur Aufklärung dieses Sachverhaltes in engem Kontakt bleiben. Ich glaube, viele Dinge sind noch zu klären. Es geht bei diesem Sachverhalt, wenn man die ersten Pressemeldungen richtig versteht, um das Bereitstellen von sogenannten Selektoren, wo es darum geht, dass ein ausländischer Dienst einem deutschen Dienst entsprechende Selektoren zur Verfügung stellt. Nach meiner Bewertung ist es so, dass man sagen kann, wir haben diese Dienste nicht gegen deutsche Interessen zusammengearbeitet, aber man wird wohl auch sagen können, dass Selektoren eingestellt worden sind, die nicht entsprechend einer Vereinbarung hätten übergeben werden sollen. Details sind hier sicherlich noch aufzuklären, auch der Umfang ist sicherlich noch aufzuklären. Ich möchte feststellen, dass dieser Sachverhalt aufgrund eines Beschlusses des Monats Februar des Untersuchungsausschusses aufgetreten ist und wir jetzt in den nächsten Wochen diesem Sachverhalt sicherlich eine besondere Aufmerksamkeit widmen werden. Wir zweifeln können, vor uns lautet ja, dass das innerhalb des BND nicht weitergehen wollte von der Kanzleramt, die Informationen, sondern man versucht hat, das auf einen kleinen Dienstweg zu bereinigen. Was sagen Sie denn dazu? Ich kann diese Information so nicht bestätigen. Es wird sicherlich ein Teil der Untersuchungsaufgabe sein, jetzt genau den Weg der Kommunikation aufzuklären. Ich kann allerdings nicht bestätigen, dass hier Vertuschungsversuche oder sonst irgendetwas stattgefunden haben. Aber natürlich werden wir hinschauen, wie ist die Kommunikation sowohl im Bundesnachrichtendienst als auch im Bundeskanzleramt gelaufen. Ich glaube, derzeit ist es zu früh, dieses schon abschließend zu bewerten oder auch in Details zu gehen. Diese Details müssen wir erst noch ermitteln. Der Grundsachverhalt ist uns gestern bekannt gegeben worden, weitere Details heute. Aber ich glaube, um das gesamte Puzzle zusammenzufügen, bedarf es noch weiter Ermittlungen. Jetzt müssen sich einer entscheiden. Ich habe zwei Töne morgens gehabt. Müssen dann denn nicht jetzt im Untersuchungsausschuss Zeugen wie zum Beispiel Herr Steinmeier oder Herr Fritsche vorgezogen? Ich glaube, dass wir auch zu diesem Sachverhalt zum einen erstmal Akten beiziehen werden. Wir möchten natürlich die entsprechenden Dokumente, die diesen Sachverhalt betreffen, sehen. Und wir werden sicherlich auch Zeugen vernehmen, die genau mit diesem Sachverhalt beschäftigt waren. Mir scheint dieses wichtiger als Zeugen, die in der oberen Verantwortung waren. Diese Zeugen sind übrigens generell schon so schon benannt worden. Es sind Zahlen gefallen in der Berichterstattung. Können Sie noch etwas zum Umfang des Problems sagen? Ich möchte zum heutigen Tag keine konkreten Zahlen bestätigen oder sie benennen, weil wir auch noch nicht alle Zahlen kennen. Die Zahlen, die Sie vielleicht in den Medien in den letzten Stunden gelesen haben, lassen sich ja nur bewerten, wenn man sie in einen Gesamtzusammenhang stellt. Dies ist derzeit für uns noch nicht möglich. Aber ich glaube, wir werden in den nächsten Tagen und Wochen konkretere Zahlen erfahren. Wie kommen Sie heute schon zu dem Fazit, dass deutsche Interessen wohl nicht betroffen sind oder waren? Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, es gab kein Zusammenwirken des deutschen Bundesnachrichtendienstes und ausländischer Nachrichtendienste gerichtet gegen deutsche Interessen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass deutsche Interessen hier betroffen sind. Und das ist ja auch das, was wir wissen wollen. Zum Beispiel sind deutsche Firmen betroffen bei den Selektoren, sind deutsche Bürger betroffen, das werden wir untersuchen. Meinen Sie Zusammenwirken oder meinen Sie bewusstes Zusammenwirken? Bewusstes Zusammenwirken. Gut, herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, der Untersuchungsausschuss macht seine Arbeit und klärt weiter auf und ich finde sehr erfolgreich. Ein Verdacht, den wir von Anfang an hatten, hat sich hier bestätigt oder konkretisiert sich, so muss man es wohl besser sagen. Aufgrund dieses Beweisbeschlusses, den der Ausschuss gefasst hat, BND 26, anknüpfend
an die Geschichte, dass im Jahr 2005 Daten über EADS, Eurocopter und französische Behörden abgegriffen werden sollten, ist hier eben eine neue Erkenntnislage entstanden, die wir jetzt versuchen, sauber abzuarbeiten. Wobei meiner Ansicht nach das Problem und das Skandalöse darin liegt, dass spätestens im Grunde nach dem Jahr 2005 und diesen gefundenen Selektoren, die sich klar gegen europäische Interessen richten, war die Bundesregierung, muss das Bundeskanzleramt höchstgläubig im Hinblick auf die Kooperation mit der NSA, im Hinblick auf die Wahrung europäischer und deutscher Interessen gewesen sein. Allerspätestens aber mit den Veröffentlichungen von Edward Snowden muss man gewusst haben, hier gibt es ein Problem. Und das, was jetzt erstaunt, ist, dass eben im Bundeskanzleramt und an der BND-Spitze niemand von diesen Schwierigkeiten mitbekommen haben will. Wenn es tatsächlich so ist, dass hier im Jahr 2013 nach Snowden Tausende von Selektoren, die klar gegen das, dieser Zusammenarbeit zugrunde liegende MOU verstoßen haben, gefunden wurden, darüber aber die Hausspitzen nicht informiert wurden und das Bundeskanzleramt nicht informiert wurde, haben wir ein ganz klares Problem bei der Fachaufsicht für den BND. Und das, was wir in ganz vielen Sitzungen hier uns erschlossen haben im Hinblick auf die Schwierigkeit, das nicht genau nehmen mit der Rechtslage, so eine gewisse, im Graubereich arbeiten, das vermanifestiert sich hier und stellt auch ein ganz erhebliches Problem dar. Und wir wünschen uns jetzt zwei Dinge. Ich finde, die Sache hat jetzt eine Größenordnung bekommen, dass sich die Bundeskanzlerin erklären muss, wie sie zu dieser ganzen Geschichte steht, wie sie zur zukünftigen Zusammenarbeit sich verhält und steht. Und wir wollen als Ausschuss schnellstmöglich die Unterlagen, insbesondere natürlich diese Listen mit Tausenden von Schlagworten, Nummern, IP-Adressen, E-Mail-Adressen, die eben gegen europäische und deutsche Interessen verstoßen, um zu verstehen, was hier eventuell jahrelang für Daten abgeflossen sind in Kooperation zwischen der NSA und dem BND. Ich finde die Forderung nach personellen Konsequenzen immer, haben so eine Ventilfunktion, die so ein bisschen ablenken von der eigentlichen Arbeit, die wir jetzt haben. Wenn jetzt irgendjemand morgen zurücktritt, das mag ja eine gewisse Gerechtigkeit haben, aber es hilft uns in der Aufklärungssache nicht. Wir müssen verstehen, wer hier für was Verantwortung trägt. Und das Bundeskanzleramt als Fachaufsicht seit 2005 bei dieser Kooperation der anlasslosen Massendatenerfassung, auch der Glasfaser bei Satellit, bei leitungsgebundener Kommunikation ist da klar in der Verantwortung. Und ein schneller Rücktritt wird diese Verantwortlichkeiten nicht im Nebel auflösen. Gehen Sie davon aus, dass diese Selektoren wirklich zum Einsatz gekommen sind über längere Zeit? Wir gehen davon aus, dass zumindest diese 2000 Selektoren auch tatsächlich zum Einsatz gekommen sind und Daten auch abgeflossen sind. Können Sie den Verdacht nochmal in einfachen Worten erklären? Also hat der BND, wenn auch nur durch Wegschauen, die Amerikaner bei möglicher Industriespionage in Europa unterstützt? Der Verdacht steht im Raum, dass man, obwohl man eigentlich bösgläubig war, und obwohl man innerhalb des Bundesnachrichtendienstes zumindest auf bestimmten Ebenen wusste, dass es ein ganz erhebliches, massives Problem mit europäischen und deutschen Interessen gibt bei dieser Kooperation, hat man einfach weitergemacht. Und das ist, wenn man sich die Auswirkungen und vielleicht auch die internationalen damit verbundenen Verwerfungen vorstellen kann, ein ganz erheblicher Vorgang. Und ich gebe zu bedenken einen Punkt, bei der Massendatenerfassung muss man sich immer klar machen, was in Deutschland passiert, ist ja nur ein Punkt, der abgegriffen wird. Es wird an ganz vielen Punkten in der Welt werden Daten abgegriffen, auch in Dänemark, in der Schweiz, in Österreich. Und da werden natürlich die Interessen von deutschen Grundrechtsträgern nicht ganz so konzentriert verteidigt wie bei uns, wie wir auch umgekehrt eben nicht ganz genau hingucken, wenn es um Franzosen und Österreicher hingehen. Vielleicht erinnern sich einige an die Aussagen eines BND-Zeugen hier im Ausschuss, der gesagt hat, unterm Strich behandeln wir den Österreicher wie einen Afghanen, also vom Grundrechtsschutz her, nämlich gar nicht. Und wenn man sich klar macht, dass dann eben in diesem internationalen Zusammenwirken der Massendatenerfassung deutsche Interessen strukturell in anderen Ländern
eben auch verletzt werden, dann entsteht ein Gesamtbild, wo ich glaube, die Rechtsstaatlichkeit steht insgesamt im Feuer und es muss dringend was passieren, damit das aufhört. Wie bewerten Sie das Verhältnis der Seiten der Amerikaner, die ja nicht nur offenbar jetzt auch Wirtschaftsspionage betrieben haben, sondern auch den BND dazu benutzt haben, praktisch gegen das eigene Land zu sprechen? Ja, man hat eben die Zugänge genutzt, die es gab, um dort Daten abzugreifen. Sie können eben an den Satellitenschüsseln in Deutschland Daten abgreifen, die man woanders nur schlecht abgreifen kann. Und das hat sich die NSA offenbar zunutze gemacht und hat eben bei der riesigen Anzahl von Detektoren eben auch Dinge untergejubelt, die vom MOU nicht gedeckt waren. Und insofern kann man schon sagen, dass diese Projekte, oder ich sag mal, der Verdacht steht im Raum, dass diese Projekte der Zusammenarbeit wie so ein trojanisches Pferd gewirkt haben und man hier eben Informationen abgegriffen hat, die einfach grundrechtlich hoch problematisch sind und eben europäischen und deutschen Interessen widersprechen. Vielen Dank. Das ist besser für dich, ne?